Ja, willkommen zu einem neuen Video. Heute soll es um das Thema Resonanztunneldiode gehen, also eine bestimmte Art einer Diode, die eben als charakteristische Eigenschaft auch einen negativen differenziellen Widerstand aufweisen kann. Das ist halt das Besondere an der Resonanztunneldiode, deswegen wollen wir uns die heute mal anschauen und auch verstehen, woher dieser negative differenzielle Widerstand herkommt. Zuerst ist es, denke ich, sinnvoll, den Aufbau zu verstehen, um halt auch die Resonanztunneldiode zu verstehen. Der Aufbau ist wie folgt, ich habe es auch mal tatsächlich als Querschnitt des Bauteils aufgezeichnet. Wir haben wie bei fast jedem Halbleiterelement oder wie bei fast jedem Halbleiterbauteil so rum, unten erstmal eine Siliziumsubstratschicht. Diese Siliziumsubstratschicht wird dann genutzt, um darauf halt eben das Bauteil aufzubauen. In dem Fall ist es halt eine Aluminium-Arsen-Schicht, die darauf aufgebaut wird, und in dieser Aluminium-Arsen-Schicht ist Gallium-Arsen oder Gallium-Arsenid, wie man es auch aussprechen mag, eben dreimal hintereinander, also dreimal so eine Reihe verbaut, und diese Gallium-Arsenid-Schicht ist ebenfalls kontaktiert. Was wir jetzt eben dadurch gewinnen oder was dadurch entsteht, ist eben dieses Energiediagramm. Also wir haben jetzt nichts anderes als Achsen eine Energie aufgetragen über den Ort. Also quasi unser Energiebanddiagramm, und dieses Banddiagramm zeigt uns jetzt eben, okay, überall da, wo Galliumarsenid ist, also wenn wir das Ganze mal quasi von hier durchschneiden würden und uns da das Energiediagramm aufzeichnen würden, würden wir sehen, oder sehen wir, da wo das Galliumarsenid ist, da haben wir halt ein tiefes Energieniveau, also ja, das Band liegt sehr tief. Das Leitungsband, dann kommen wir in die Aluminium-Arsen-Schicht, das ist dieser weiße Teil dazwischen, da haben wir eine extrem hohe Bandlücke, dann geht es wieder runter in die Gallium-Arsen-Schicht oder Gallium-Arsenid, dann wieder in die Aluminium-Arsenid und dann in die Gallium-Arsenid. Was wir dadurch entstehen oder schaffen, ist eben nichts anderes als ein Potentialtopf. Ich denke, das ist den meisten bekannt. Und ein Potentialtopf, wir gehen jetzt mal im idealen Fall von einem unendlich hohen aus, diese Grenze soll jetzt hier viel höher liegen als das, sodass wir ungefähr angenähert annehmen können, dass es ein unendlich hoher ist. Darin bilden sich Eigenenergieniveaus aus. Ich denke, das ist auch bekannt, das kann man einfach über den unendlichen Potentialtopf herleiten, diskrete Energieniveaus, die da drinnen halt stattfinden oder Platz haben können, bei diskreten Energien. Und diese diskreten Energien, die kann man ausrechnen und eintragen. Und je nachdem, wie hoch dieser Potentialtopf jetzt halt eben ist, passen da halt mehr oder weniger von diesen Energiediagrammen rein. Der Abstand hier zu den nächsten Energiediagrammen wächst ja immer quadratisch, kann man sich aus dem unendlich hohen Potentialtopf auch herleiten. Das heißt, wir nehmen jetzt erstmal an, wir haben hier einen perfekten Potentialtopf oder einen guten Potentialtopf, in dem jetzt zum Beispiel zwei Energiediagramme drin sind, mit Eigenenergie W1 und W2. Das heißt, nur bei diesen Energien dürfen auch Zustände vorhanden sein. Dazwischen passt einfach kein Energiezustand in diesen Potentialtopf rein, weil halt keine Halb- oder Ganzwelle sich ausbreiten kann. Was wir jetzt hier eben entdecken, ist, dass wir das Ganze ja auch kontaktiert haben. Wir sehen hier oben diese schwarzen Striche, die ich jetzt auf das Gallium-Arsen gebracht habe. Und das sind eben Kontaktstellen. Und diese Kontaktstellen, da kann ich halt eine Spannung anlegen. Und je nachdem, wo ich diese Spannung oder wie ich diese Spannung anlege, verkippen sich halt eben diese Potentialtöpfe nach oben und nach unten. Das ist der eine Schritt, der passiert. Zum anderen werden die so abgeschrägt, je nachdem, wie stark die Spannung wird. Und zum anderen wächst auch noch mein Fermi-Niveau durch das Anlegen der äußeren Spannung. Also ich kann hier ein Fermi-Niveau, habe ich irgendwo hier anliegen, auf dem Gallium-Arsenid. Und je nachdem, wie hoch meine Spannung ist, kann ich dieses Fermi-Niveau halt verschieben und dementsprechend auf diese eigenen Energieniveaus schieben oder dazwischen schieben oder tatsächlich sogar über den Potentialtopf schieben. Und was wir jetzt eben anschauen wollen, ist eben die Fallunterscheidung, was wir denn für Spannungen anlegen können. Und da gibt es jetzt in dem Fall, wenn wir zwei Energieniveaus haben, eben den Fall, dass wir als externe Spannung eine Spannung anlegen, die multipliziert mit der Ladung, also E mal U ist ja eine Energie, also elementare Ladung mal eine Spannung ist eine Energie, und diese elementare Ladung mal der Energie, mal der externen Spannung soll jetzt eben kleiner des ersten Eigenniveaus sein. Sprich, unser Fermi-Niveau befindet sich unter dem ersten, unter der ersten Eigenenergie dieses Potentialtopfs. Und dann ist es eben so, dass kein Elektron tunneln kann, weil wir eben nicht von dem Fermi-Niveau durch die Barriere durch in das Eigenniveau tunneln können, weil wir sonst, wenn wir tunneln würden, von dem Fermi-Niveau unter das Eigenniveau tunneln würden. Und unter dem Eigenniveau darf aber kein Zustand sein, weil ja nur diese zwei Zustände im Potentialtopf erlaubt sind. Sprich, tunneln ist nicht möglich, wenn wir eine Energie haben, die kleiner als W1 ist. Und dementsprechend, wenn tunneln nicht möglich ist, ist der Strom auch null, der durch diese Resonanztunneldiode fließt. Haben wir jetzt aber eine Spannung extern angelegt, die genauso groß ist wie das Eigenenergieniveau im Potentialtopf,
also E mal UX gleich W1, dann ist ein Tunnel auf einmal möglich, weil wenn ich tunneln würde, lande ich ja in dem W1-Zustand. Bedeutet, ich darf auch tatsächlich durch diese Barriere hier durchtunneln und ein Strom entsteht. Und dieser Strom ist tatsächlich auch der Maximalstrom, der zu diesem Zeitpunkt entstehen kann. Also I ist gleich Emax. Analog das Gleichverfahren, erhöhe ich die Spannung weiter und lande hier zwischen W1 und W2, das wäre der dritte Punkt. Dann ist der Strom wieder 0, weil ich halt eben kein Niveau habe, in das ich reintunneln kann. Das heißt, Strom ist 0. Erreiche ich wieder das zweite Niveau, kann ich wieder tunneln. Das heißt, auch hier ist der Strom wieder maximal. Steige ich darüber, bin ich wieder in dem Bereich, dass der Strom 0 wird. Und steige ich so hoch, dass ich über beiden Potentialbarrieren liege mit meinem Fermi-Niveau. Also wenn ich die Spannung so stark anlege, dass ich über der Potentialbarriere liege, dann ist es nichts anderes mehr als ein normaler Strom, der fließen kann, weil ich ja keine Hindernisse mehr habe. Wollen wir uns also mal die Kennlinie von dieser Resonanztunneldiode anschauen. Und die kann man sich relativ einfach anschauen, indem man sich jetzt einmal überlegt, was machen wir hier eigentlich. Das erste ist, ich lege eine externe Spannung an, bei der die Energie kleiner ist als W1. Also sagen wir mal zum Beispiel 0 lege ich an als Spannung und dann hätte ich halt eben in dem Fall eine externe Spannung, die so klein ist, dass sie halt kleiner als W1 ist, sodass kein Strom fließen kann. Das heißt, ich befinde mich mit meiner extern angelegten Spannung eben in dem Punkt, wo ich noch, ich mache es mal in Gelb, damit man das vielleicht sehen kann, hier auf 0 mich befinde. Da tut sich noch gar nichts. Jetzt lege ich aber irgendwann im zweiten Schritt eine Spannung an, bei der W1 gleich groß ist, wie eben das Energieniveau an dieser Stelle hier. Das heißt, wenn W1 gleich groß ist wie das UX, also E mal UX, dann kann ich ja tunneln, haben wir gesagt. Das heißt, die Elektronen, die hier auf dem Potential liegen, auf dem Fermi-Niveau, können hier reintunneln und können dann hier durchtunneln und ein Strom kann entstehen, sodass wir eben in dem Fall von 0 bis wir auf W1 gehen, einmal Imax tatsächlich auch durchschicken durch die Resonanztunneldiode. Nächster Schritt, ich erhöhe jetzt E mal UX größer, also zwischen W1 und W2. Das heißt, den Teil habe ich ja schon. Jetzt bin ich aber zwischen W1 und W2 mit meinem Fermi-Niveau. Da kann ich wieder keinen Strom durchfließen lassen. Das heißt, zwischen W1 und W2 habe ich auch keinen Strom. Dann kommt der nächste Schritt. Ich lande in meinem zweiten Energieniveau. Auch hier kann ich wieder meine Elektronen schön durchtunneln lassen. Die fallen dann hier auch schön wieder drüber. Und ich habe einen Strom, der entstehen kann. Das heißt, wenn mein E mal UX eben so groß ist, dass ich halt, wie gesagt, das Ganze so kippe und so weit anhebe, dass wieder mein E mal UX auf W2 liegt, dann habe ich ja den Teil schon gehabt hier, aber hier bei W2 kann wieder was tunneln oder wieder ein Strom entstehen. Und dann zu guter Letzt, ich habe jetzt mal 5 und 6 in dem Punkt zusammengefasst, ich gehe jetzt mal davon aus, dass hier nicht mehr viel Platz oben ist in dem Potentialtopf. Jetzt bin ich also so hoch mit meiner Energie, dass hier tatsächlich nur noch ein Hügel ist und der zweite Hügel so weit unten liegt, dass er unter dem E mal UX liegt. Das heißt, ich muss nur noch hier das durchtunneln und eine Barriere durchtunneln, das geht immer. Nur bei 2, wo diese Eigenenergieniveaus dazwischen stehen, geht es nicht. Das heißt, eine Barriere hier durchtunneln, das geht immer. Und ich habe hier tatsächlich einen Strom, egal wie viel höher ich die Spannung steigen lasse, steigt der Strom halt linear dann dazu mit, wie man es halt schon aus dem ohmschen Gesetz kennt. Das heißt, wir haben hier irgendwann eine Spannung erreicht, die größer als der Potentialtopf ist und wir steigen dann halt so linear eben an. Was jetzt aber entscheidend ist, ist nicht das, was hier hinten passiert. Das ist uns eigentlich egal, weil das ist ein Verhalten, das können wir auch mit dem Widerstand oder Ähnlichem erzeugen. Was uns interessiert, sind eben diese Punkte hier, am liebsten sogar tatsächlich dieser Punkt. Weil was wir hier sehen an der Stelle ist, ich kann es ja mal mit Rot einzeichnen, an diesem Punkt zum Beispiel, dass die Steigung an diesem Punkt negativ ist. Sprich, ich erhöhe meine Spannung, aber mein Strom fällt. Das ist ja eigentlich etwas, wo jeder Elektrotechniker erstmal sagen würde, es ergibt keinen Sinn. Aber tatsächlich hier möglich. Also ich habe einen Widerstand, der tatsächlich negativ ist, beziehungsweise einen negativen differenziellen Widerstand. Also mein Widerstand ist nicht negativ, sondern die Ableitung meines Widerstandes ist negativ. Sprich, wenn ich meine Spannung erhöhe, senke ich den Strom. Und das ist halt eben was Besonderes, weshalb dieses Bauteil auch so besonders ist. Das heißt hier an der Stelle, das besondere negativer differenzieller Widerstand. Und das ist halt das Tolle an der Resonanztunneldiode, dass man eben so einen Widerstand erreichen kann. Und zwar genau, wenn man halt aus dem einen Potential oder aus dem einen Niveau rausgeht und bevor man ins zweite eindringt, kann man halt eben auch keinen Strom leiten. Das heißt, hier fällt der Strom auf 0 ab und steigt dann wieder auf das Maximale an. Ich hoffe oder denke, dass das verständlich war. Wenn nicht, könnt ihr dazu natürlich auch gerne Fragen in die Kommentare stellen. Ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video.